heute zurück mit einem Chapati at Work mal anders. Es wurde nämlich der Wunsch geäußert, dass ich mal wieder ein Chapati at Work Video mache, aber das geht ja zurzeit noch nicht wegen der Corona-Geschichte. Also mache ich das jetzt so, dass ich euch von vorherigen Terminen mal ein paar Fotos zeige. Das ist dann so dieses Vorher-Nachher und euch dazu ein bisschen was erzähle. Ich denke, das ist eine ganz gute Alternative jetzt im Moment und den einen oder anderen hat es ja auch interessiert. Also von daher fangen wir einfach mal an. So, ihr seht jetzt hier neben mir das Bild. Ich gucke immer so ein bisschen hier rüber, weil ich hier meinen Rechner habe, wo ich nämlich die Fotos sehe, die ich euch da beschreibe und auch dann der Reihenfolge nach, so dass ich es euch richtig beschreibe. Sonst komme ich damit nämlich durcheinander. Diese Kundin, die hatte schulterlange Haare, wie ihr sehen könnt, und ich bin mir gerade nicht ganz sicher, muss ich zugeben, ob wir da Extensions dran gemacht haben oder nicht. Ich meine ja, das sieht für mich gerade so ein bisschen so aus. Mal eben genau gucken, aber ich würde sagen, da haben wir Extensions dran gemacht. Die hatte auch, ja stimmt, da sind Extensions eingearbeitet. Die Kundin hatte nämlich auch noch so Holzperlen dabei und die Farbe der Extensions war ein kleines bisschen anders als die Haarfarbe und so weiter. Aber am Ende waren es einfach, hat es richtig gut gepasst, also es sah ganz toll aus. Denn sie hat ja dunkelbraunes Haar, wie man sieht, und dazwischen so ein ganz paar hellere Strähnen. Und so hat das mit den Extensions sehr schön harmoniert. Diese Perlen sind alles handgemachte Einzelstücke, die ihr da auf dem Foto seht. Ich glaube, die hatte sie irgendwie bei Etsy bestellt oder so. Da kriegt man auf jeden Fall sehr schönen Dreadschmuck. Das kann ich euch auch sehr empfehlen. So, die Länge seht ihr, ist auch schön zum Frisuren machen und so, super Geschichte. Und insgesamt finde ich, ist das sehr stimmig geworden. Genau. So, das nächste Foto, da haben wir einen Pflegetermin. Ihr seht ja, dass das ziemlich durcheinander war vorher und dass die Dreads auch viel dicker aussahen. Und die Ansätze auch schon ein ziemliches Stück weit rausgewachsen waren. Und so haben wir halt wirklich das Komplettprogramm von Ansatz bis runter die Längen in die Spitze einmal durchgehäkelt. Ihr seht ja auch das Ergebnis. Die Dreads sehen wieder viel fester aus und viel dichter. Und sind auch wieder schön geordnet und teilweise sogar ein Stückchen, also beim Pflegetermin ist es so, dass sie teilweise immer ein Stückchen länger werden, weil der alles gezogen wird und dann wieder richtig ja, fest und zusammen ist. Ja, dann haben wir da das dritte Bild. Das ist echt eine krasse Veränderung, finde ich. Die Dame hat ja sehr, ich sage mal, relativ kurzes Haar gehabt, war aber ausreichend lang genug für Extensions. Ich empfehle ja immer so, ja, so ab 10 bis 12, also ab 10, 12 cm Länge und dann natürlich gar kein Problem. Aber das ist wenigstens so, dass also das ist das Minimum, was ich empfehle, damit die Extensions auch gut halten und ich auch genug Material habe, um beides auch vernünftig zu verbinden. Ja, und bei ihr, ich gucke jetzt wieder auf meinen Rechner, bei ihr haben wir eine ganz tolle Länge hinbekommen. Die Extensions haben farblich sehr gut gepasst zu ihren Haaren. Das war ja alles so grau meliert und die Extensions entsprechend auch. Und ich finde, wenn man da jetzt so dieses Vorher-Nachher sieht, fällt es nicht auf, dass da Extensions dran sind. Und beim nächsten Pflegetermin wird das ja auch eh wieder nochmal alles überarbeitet. Und damit kann man dann auch die Übergänge von den Extensions zu den Dreads am Kopf immer nochmal sehr schön festigen, sodass irgendwann sogar überhaupt nicht mehr auffällt, dass da eigentlich Verlängerungen dran sind. Genau, und das finde ich ist eine unglaubliche Veränderung, diese Neuerstellung. Man sieht ja auf dem Vorherbild, wo die Locken jetzt nur zu sehen sind, da ist auch schon der Undercut gewesen. Das hat man jetzt halt nur nicht gesehen. Und mit den Dreads finde ich, ist ein Hammerbild und stand ihr auch unglaublich oder steht ihr auch unglaublich gut. Und die Länge ist halt auch toll, um dann oben wieder direkt so einen schönen Knoten zu machen oder direkt eine Tuchfrisur oder so. Genau. Kommen wir zum nächsten Bild. Was habe ich denn da noch? Ah ja, da haben wir mal einen Herren. Da ist es so bei dem Kunden, dass die Haare, die eigenen Haare, die am Ansatz sind,
also die Ansatzhaare, da fluschert das immer sehr schnell raus. Also der Kunde kommt auch regelmäßig und wir stellen halt jedes Mal beide immer wieder fest, so irgendwie brechen ihm auch ein bisschen die Härchen immer wieder ab oder sind wieder kürzer oder so. Also das, was da so rausfisselt an den Ansätzen. Wir kriegen es aber jedes Mal auch wieder sehr gut rein. Die Dreads werden dadurch nicht dünner oder die Ansätze in dem Sinne, sondern das funktioniert auch wirklich gut, dass ich dann hinterher die Ansätze wieder richtig schön durchhäkeln kann. Ich mache das ja auch mit der Durchziehmethode immer. Und am Ende der Sitzung ist auch wieder alles da, wo es hingehört. Und auch eben, dass die Dreads schön gleichmäßig dick sind, ne? Was gewünscht war bei diesem Pflegetermin von dem Kunden war, dass er jetzt alle Dreads mit Wolle umwickelt kriegt. Er hatte sich auch diese Wolle besorgt. Das war so eine helle, ich meine, das war sogar Alpaka-Wolle oder so. Und da haben wir dann einfach jeden Dread umwickelt vom Ansatz an und haben den dann wieder mit Perlen bestückt. Das war, glaube ich, auch wegen einer Hochzeit irgendwie. Er wollte, glaube ich, heiraten und dafür war das auch noch so gedacht. So wie es da jetzt ist, mit diesen ganzen Fäden, also mit der Wolle drumherum, kann man das natürlich auch wieder rauslösen und nochmal neu machen oder andersfarbig gestalten. Ich finde, das ist eine ganz coole Geschichte. Auch dieser Flechtzopf, den ich da auf dem Foto da gemacht habe, finde ich, ist auch ganz cool. Pimo trägt ja auch gerne seine Dreads im geflochtenen Zustand. Und ich muss auch sagen, bei ihm bringt das ganz viel, dass die nicht so schnell fisselig werden. Also der lässt den Zopf halt immer so ein paar Tage drin, dann flechten wir das neu und dann... Also es hält wunderbar und man muss dadurch halt auch nicht so ganz so oft nachhäkeln. Funktioniert sehr gut. Also diese Variante jedenfalls mit der Wolle da drumherum finde ich auch sehr cool. Sieht man auch nicht so oft und ist eine schöne Alternative so für Dreadschmuck, sag ich mal. So, dann haben wir den nächsten. Was haben wir denn da? Ah ja, genau. Das sind, glaube ich, Extensions. Ja, da sind Extensions mit drin. Die Kundin hatte recht feines Haar, weshalb wir, ihr seht ja, sie hat relativ lange Haare, so bis über die Schultern ein Stückchen. Nee, Jaco, du kannst jetzt hier nicht drauf. Und sie wollte aber gerne Extensions, damit sie halt auch eine Länge hat, mit der sie schon ein bisschen was machen kann. Weil hätte ich ihre Haare, die jetzt so da so sind, einfach nur gedreadet mit einer offenen Spitze, wären sie tatsächlich doch ein Stück kürzer gewesen, als sie es jetzt mit den Extensions sind. Das liegt daran, dass bei feinen und weichen Haaren das Ganze sich beim Dreaden natürlich etwas mehr zusammenzieht und dadurch natürlich auch ein klein bisschen mehr an Länge verloren geht. Also ich sage immer, wenn ich gefragt werde, wie viel Länge verloren geht beim Dreaden bei mir, gebe ich immer so 3-5 cm an und bei wirklich weichen, dünnen Haaren können es natürlich auch mal 7-8 cm werden. Das liegt aber wirklich dann eben an der Haarstruktur, weshalb man dann halt gut wirklich Extensions nehmen kann, so wie in diesem Beispiel. Hallo Jacqueline, besuchst du mich? Jacqueline ist nämlich nass und darf nicht aufs Sofa, weil sie nämlich gerade, also sie, er, Jaco, in den Teich gefallen ist im Garten. Und deswegen gehst du jetzt in den Korb. So, Abmarsch. Geh. So, genau. Also auch ein ganz schönes Ergebnis, auch schön füllig ist es geworden. Und wie gesagt, die Extensions wurden jetzt nicht so richtig total 60 cm lang gewählt oder so, sondern das waren, glaube ich, 30 cm vielleicht. Nee, das war kürzer. Das war sogar noch kürzer. Aber wie gesagt, es waren jetzt auch nur für die Spitzen quasi die Extensions. Und das war der Durchmesser 0,5 cm. Das empfehle ich halt immer, wenn man jetzt nur so Spitzen verlängern möchte, weil halt der Dread, ja der Kopfdread, auch schon ziemlich dünn ist auf der Höhe und dann braucht man natürlich etwas, was sich noch weiter verjüngt und in dem Fall sind es dann die 0,5 cm Dicke bei den Extensions. So, ich hoffe, ich habe das verständlich rübergebracht. Das nächste Bild, da hätten wir wieder einen Herren. Ja, das war auch ein echt cooler Termin, muss ich sagen. Da erinnere ich mich auch noch gut dran. Denn das Haar von diesem netten Herrn war auch sehr weich. Witzigerweise haben wir aber trotzdem gut viele Dreads rausbekommen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie viele. Ich meine, es waren aber auch so an die 20. Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich meine sowas in die Richtung. Die Stärke der Dreads finde ich in dem Fall auch sehr schön. Die sind jetzt nicht ganz so dünn, ne?
Das hat aber auch, kam auch gut aus mit der Haarstruktur und der Einteilung und allem. Also das war jetzt schon wirklich ein sehr schönes Ergebnis. Das hat mich auch sehr gefreut. Und ich finde auch zum Beispiel, wie ihr seht, die geschlossenen Spitzen. Also bei Männern finde ich geschlossene Spitzen ganz toll. Ich finde da das Offene, das ist irgendwie so, das sieht aus, als wenn es noch nicht fertig ist manchmal. Kommt aber auch auf den Typ an, so. Das muss ich auch sagen. Manchen Frauen steht das auch hervorragend mit geschlossenen Spitzen. Kommt immer so ein bisschen drauf an und ist ja auch am Ende Geschmackssache. Ja, auch da habe ich jetzt wieder so eine Flechtfrisur gemacht am Ende. Am Ende ist es auch so, dass man das einfach auch wild kreuz und quer übereinander legen kann. Ne? Also das ist euch ja allen überlassen und es sieht ja auch wirklich cool aus. Ihr könnt das ja sehen, wie ich das dann so gelegt habe. Also da ist jetzt, glaube ich, bei der Frisur nicht so das System hinter gewesen. Aber es sah toll aus und die Einteilung ist auch sehr schön geworden. Auch wieder ein schönes Ergebnis, mit dem ich da gut zufrieden war und der Kunde natürlich auch. Ah, jetzt haben wir hier nochmal wieder was anderes. Und zwar, diese Kundin hatte nur im Hinterkopf die Dreads, bis zu der Höhe auch, wo wir es jetzt da sehen. Die hatte sie auch bei mir machen lassen. Und sie war jetzt eine ganze Weile nicht da zum Pflegetermin. Das war auch, glaube ich, jetzt der erste Pflegetermin, nachdem sie die Dreads von mir bekam. Und ihr seht, großes Durcheinander. Das Ganze war auch ohne Extensions, das ist alles ihr Eigenhaar. Sie hat aber jetzt auch selber gar nichts daran gemacht, sondern wirklich einfach gelassen, wie es war und dann bis zum nächsten Termin gewartet. Ihr seht aber auch, dass wieder Ordnung reingekommen ist. Die Ansätze waren teilweise so ein Stück rausgewachsen. Also da kann man dann schon einiges wieder fit häkeln. Und wie man sehen kann, sind die Ansätze auch durch die Durchziehmethode. Das finde ich ist ein sehr schönes Beispiel hier gerade, weil immer gesagt wird, ja, durch die Durchziehmethode werden die Ansätze dünn. Also ihr seht es auf dem Bild, die Ansätze sind genauso dick wie der Dread an sich. Und da ist auch kein Loch zu sehen oder irgendetwas. Das ist alles ganz wunderbar und ja, also nochmal für die, die immer denken so, oh, Durchziehmethode gefährlich, ist sie nicht, wenn man sie richtig macht. Ja, auch da seht ihr, wurden die Längen nochmal richtig durchgehäkelt. Auf dem Vorherfoto ist es ja so, dass da wirklich auch an den Längen die Härchen so rausgucken in Strähnen. Das liegt aber daran, wie gesagt, die Dreads waren frisch, erster Pflegetermin und bei den ersten Malen, je nach Haarstruktur, kann das natürlich sein, dass die Dreads erstmal so fisselig werden. Ne? Das, aber ihr seht auch, man kann es wieder beheben und nach von Termin zu Termin oder wenn man eben selber auch was an den Dreads macht, wird es immer besser und die Dreads festigen sich immer mehr von selber auch. Oh, das ist auch ein schönes Beispiel. Ihr seht das Vorherfoto, das ist ja so, dass man denkt so, oh, die Dreads, die sind aber sehr fisselig und sehen auch teilweise an ein paar Stellen sehr dünn aus. Ja, war auch so, aber diese Haare, die da raushingen, die konnte man wunderbar so gut wieder einhäkeln, dass keine dünnen Stellen mehr vorhanden waren am Ende. Und da haben wir auch mit ein paar Wolldreads gearbeitet, also nicht Wolldreads, Entschuldigung, falsches Wort, sondern mit Wolle umwickelt habe ich da auch ein paar Dreads wieder. Der Optiker war einfach so ein kleiner Hingucker oder so. Sieht auch sehr cool aus und ihr seht auch da, die Dreadstärke ist ähnlich wie bei dem Herrn davor. So ungefähr Kleinfinger dick, sag ich mal, ne? So wie hier oben, das Stück. Genau, auch wieder sehr cool. Und ihr seht auch, der Zopf ist auch wirklich schön dick geworden. Also da haben wir auch eine Menge Dreads rausbekommen. Das Haar war dadurch, war auch natürlich vorher recht dick und nicht so dünn und fein. Die Kundin hat nämlich damit angefangen, dass sie erst nur hier die Dreads hatte. Das ist das Bild. Das Bild unten links, das ist die Dreads, die da jetzt offen sind nach unten hin, nicht der Zopf, nur das, was nach unten hin offen ist, die hatte sie bis dahin, bis zu dem Pflegetermin nur, das waren diese Partial Dreads, also partielle, nur am Hinterkopf im Nacken Dreads und bei dem Pflegetermin kamen dann noch die Dreads, die da jetzt auf dem Bild unten links als Zopf zusammengefasst sind, die habe ich dann noch dazu gemacht, so dass die Kundin dann jetzt nur noch den offenen Pony hat und am Ende alles gedreadet ist. Und das haben wir natürlich direkt mit einem Pflegetermin vereinbart. Ihr seht auf dem ersten Foto sind die Haare, die jetzt offen sind mit den Klammern, das erste Bild oben links, sind da noch nicht gedreadet und das haben wir dann dazu gemacht. Genau, das zweite Bild oben rechts,
Da habe ich dann erst die Dreads gemacht, die neuen, und habe dann, seht ihr, den Nacken nachgehäkelt. Somit wurde dann quasi ein Neuerstellungspflegetermin draus. Ja, auch ein schönes Ergebnis am Ende, sehr schön füllig. Wir haben auch mit Extensions gearbeitet, um halt auch wieder die Länge schön zu halten, damit das mit den Nackendreads auch am Ende passt. Ja, das sind die Bilder, die ich euch jetzt hier mal so zeigen konnte und wollte. Ich habe jetzt so ein paar rausgesucht, die so ein bisschen unterschiedlich sind, damit das jetzt auch nicht nur immer das Gleiche ist, ne? Auch ein paar Pflegetermine und so. Ja, das ist das, was ich euch zumindest im Moment vom Chapati at Work bieten kann. Wenn alles gut läuft und so bleibt mit Corona, beziehungsweise sich ja weiter verbessert scheinbar die Lage, kann ich ab dem 4.5. wieder arbeiten. Aber das behandle ich im Moment echt tatsächlich noch unter Vorbehalt, denn man weiß ja nicht, vielleicht steigen die Zahlen jetzt doch wieder mit den Ansteckungen und hast du nicht gesehen. Und deswegen bitte ich euch jetzt im Moment, die Leute, die bei mir Termine hatten, die jetzt durch Corona ausgefallen sind, noch ein Momentchen Geduld zu haben. Ich werde mich bei jedem Einzelnen von euch melden, auf jeden Fall. Und der Reihe nach werdet ihr die Termine auch wieder bekommen. Und keiner wird jetzt irgendwie ewig warten müssen. Also ich werde auch meinen Sommerurlaub dafür teilweise nutzen oder auch mal hier und da einen Feiertag, damit ihr da keine langen Wartezeiten bekommt. Also ich tue mein Bestes und ich melde mich auch bei jedem von euch. Da müsst ihr keine Angst haben. Ich vergesse keinen. Ja, an dieser Stelle auch erstmal noch ganz lieben Dank für eure Geduld und ich hoffe, dass ich euch wenigstens in meinen Videos eine Freude mache und euch so ein bisschen damit bei Laune halten kann. Gut, ihr Lieben, das war ein Chapati at Work mal anders. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei Fragen oder was auch immer, gerne in die Kommentare. Und ich sage jetzt an dieser Stelle Ade. Wir sehen uns ganz bald in meinem nächsten Video wieder. Bis bald, alles Liebe, eure Chapati.